Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage ist das Thema. Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite laut § 5 Infektionsschutzgesetz liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil erstens die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht. Oder eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet, meine Damen und Herren. Die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz und die damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen wurden untermauert mit Horrorbegriffen wie dem Reproduktionswert R0, der Überlastung des Gesundheitswesens, mit der Nichtverfolgungsproblematik der Infizierten, mit fehlenden Intensivbetten. Sie wissen, was jetzt kommt? Artikel von heute, Bild-Zeitung und andere, ne? Der große Bettenbetrug. Wir hatten dazu am 20.05. schon eine Aktuelle Stunde angesetzt, der AfD, und hatten auf das Thema hingewiesen, aber bei ihrer unendlichen Arroganz haben sie natürlich das weggewischt, jetzt kriegen sie es von der Presse um die Ohren gehauen. Freut mich persönlich sehr gut. Sie hatten es weiterhin begründet mit hohen Inzidenzwerten sowie der notwendigen Herdenimmunisierung, wobei dieser Begriff als später als Lösungsziel formuliert wurde. Diese Werte gaben die Grundlage für die massiven Grundrechtseinschränkungen, die bundesweit zu heftigen Protesten Anlass gaben und geben. All diese Bemühungen, meine Damen und Herren, die teilweise für sich schon sehr strittig zu sehen sind, können eine Weiterführung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht begründen, denn der R0-Wert liegt konstant unter 1. Eine Überlastung des Gesundheitswesens ist nicht festzustellen. Die Nachverfolgung bei Infizierten ist möglich. Die Intensivbetten sind lediglich mit 6% Corona-Patienten belegt. Die geforderte Durchimpfung bewerten Sie selbst als positiv. Sowie der Dauerbrenner, der heute noch anhält, die Inzidenzwerte liegen weit unter 20, weit unter den im Gesetz verankerten Werten. Meine Damen und Herren, wie begründen Sie also diese abenteuerliche Forderung der weiteren Möglichkeiten Beibehaltung der Einschränkung der persönlichen Freiheiten? Jetzt müssen Sie was ganz Neues ausholen. Das ist Ihnen auch gelungen. Interessant. Die Mutationen kommen jetzt an. Meine Damen und Herren, mit dieser Begründung ist es möglich, den Bürgern in Deutschland nach Belieben ihre Grundrechte, ihre persönlichen Freiheiten zu beschränken. Denn die Gefahr von Mutationen, das wissen die Mediziner doch alle, ist jederzeit als Argument für Einschränkungen zu gebrauchen. Denn hier greift die Feststellung, Mutationen gab es schon immer, begleiten uns immer und werden auch in Zukunft unser Leben mitbestimmen. Die Mutation, also können wir immer Einschränkungen durchführen. Wunderbare Lösung. Als weiteres wichtiges Argument für die Beibehaltung der epidemischen Lage betonen Sie ständig die Notwendigkeit der Impfung. Vorhin hatten Sie aber gerade erklärt, das klappt ganz gut. Trotzdem bemühen Sie das RKI in Ihrem Antrag, in dem dort gesagt wird, dass Impfungen doch nicht als Ergebnis für mehr Freiheit zu werten sind. Na, was sagen die denn nun alle, die geimpft worden sind? Die werden sich sehr freuen, wenn Sie das lesen. Die durch das Parlament festgestellten Fristen für die Beendigung der damit verbundenen Maßnahmen werden durch anlasslose Verlängerung der Befristung der epidemischen Lage ad absurdum gestellt. Meine Damen und Herren, es liegt in der Verantwortung der Bundesregierung, dass mit Wegfall der Feststellung der epidemischen Lage auch rechtliche Einschränkungen wegfallen, wie notwendige Einreisebeschränkungen für Menschen mit Risiken für unsere Bevölkerung. Das ist aber nicht unser Problem. Es ist Ihre Aufgabe, dies zu regeln, ohne dass dafür die Begriffskeule einer epidemischen Lage mit all diesen Einschränkungen fortbestehen muss. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Sie haben viele Bürger dazu bewegen können, viele unsinnige, strittige Maßnahmen mitzutragen. Damit muss jetzt Schluss sein, endgültig und für alle Zeiten. Vielen Dank. Danke. Das Wort geht an die SPD-Fraktion mit Sabine Dittmer.